Grossartige Stimmung war es heute Abend in Kloten. Kloten, der wieder zurück ist in der National League. Und man hat es bei den Fans eben auch gespürt, wie gross die Freude ist auf den heutigen Match. Und ja, die Mannschaft ist mutig auftreten. Das haben wir analysiert und hat sicher auch Freude gemacht beim Zuschauen, obwohl es am Schluss jetzt nicht für Punkte gelangt hat. Aber was läuft bei mir, hat sich Kloten hinter den Kulissen? Das ist auch eine Frage, die heute Abend aufgekommen ist. Der Patrick Bertsch war bei uns zu Gast. Der Sportchef, der ja Ende Saison dann nicht mehr wird mit dabei sein und in einer Medienmitteilung ist gestanden, er werde sich neu orientieren. Das hat ein bisschen verblüfft, wenn das ein Sportchef sagt. Vier Tage bevor die Meisterschaft anfängt, er hat dann da klargestellt, das hätte nichts mit dem zu tun, sondern er hätte unter diesen Bedingungen, die im Moment da sagen, die einfach nicht mehr weiter schaffen können. Da wollen wir natürlich nachfragen. Der Mike Schälchli, der Präsident, hat leider nicht kommen können, aber der Anjo Urner, der neue Geschäftsführer, der auch erst gerade eingesetzt worden ist, ist jetzt hier bei uns und nimmt Stellung zu dem, ja, zu dieser Geschichte von Patrick Bertschi, wo offenbar in einer Medienmitteilung etwas gestanden ist, was nicht in seinem Sinn ist. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, guten Abend zuerst mal. Ich glaube, am Schluss haben wir drei Sätze kommuniziert. Patrick Bertschi wird den AC Kloten verlassen auf Ende Saison. Wir sind extrem dankbar, können wir das entsprechend jetzt schon wissen. Wir haben unsere Hausaufgaben somit fest. Der Fokus liegt ganz klar auf der Mannschaft. Wir haben auch mit Patrick Bertschi einen Vollprofi an Bord, der weiss, was sein Jobprofil ist. Wir haben das grösste Vertrauen, wir haben das entsprechend auch austauscht, dass der Job so vollfänglich weitergeführt wird. Und werden entsprechend unsere Hausaufgaben für die Zukunft machen. Aber bei der Medienmitteilung ist gestanden, er will sich beruflich neu orientieren. Da sind viele Leute offenbar auf ihn zugekommen und gesagt, ja, kommt er das nicht früher in den Sinn? Und er sagt, ja, nein, der Fall ist eigentlich anders gelaufen, da hat der Verein falsch kommuniziert. Ja, ich glaube, man darf nicht zu fest auf dem Wort Neuorientierung reiten. Ihr habt selber in euren Social Media gesagt, verlässt den AC Kloten. Und das ist eigentlich auch die Message. Wir haben ihnen geschrieben, dass er entsprechend seinen Wunsch, der AC Kloten wird verlassen. Das wird auf Ende Saison passieren. Und Neuorientierung ist am Schluss eigentlich nichts anderes für unser Synonym, als er wird die Organisation verlassen. Was ja ein schwerer Schlag ist. Und man fragt sich, warum verlässt Patrick Bertschi? Er hat da nicht im Detail darauf eingehen. Brodelt es hinter der Kulisse? Definitiv brodelt es nicht. Ich kann euch da beruhigen. Wir sind am Schluss mit dem AC Kloten. Jetzt machen wir Step für Step in die neue Geschichte. Wir haben eine grosse Herausforderung, wo wir uns alle darauf freuen. Wir haben gute Truppen auf dem Eis und werden die sicher im Namen für die National League Schritt für Schritt anpassen. Und auch mit dem Patrick Bertschi jetzt in dieser Saison weiterhin arbeiten. Aber in dieser Medienmitteilung ist ja gestanden, dass es einen neuen Geschäftsführer gibt. Da bist eben auch du vorgestellt worden, wo ja, der Christian Fontana ablöst, der degradiert worden ist. Es hat auch sonst viele personelle Veränderungen gegeben, auch auf der Geschäftsstelle. Ja, warum ist denn das alles nötig gewesen? Auch da degradieren ist sicher ein sehr starkes Wort, das ich so nicht kann, unterstützen kann. Wir haben mit mir AC Kloten eine neue Unit geschaffen, eine Business Unit. Christian Fontana hat als Aufstieg, den Club mit dem Aufstieg hier geführt, wo er gehört. Er hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Mhm. Wir sind wichtig, wir werden unsere Donatorenclub, unsere Redliner, alle Leute, die stark mit dem AC Kloten verbunden sind, mit einem sehr starken Flughafennetzwerk, das hier in Kloten glücklicherweise existiert. Und da brauchen wir einen stärkeren Kit, das wollen wir für die Farben hier aufs Eis bringen. Und da ist wirklich auch Christian Fontana seine Stärke. Es ist kein Degradieren. Wir haben jetzt einen fließenden Übergang, der läuft exzellent. Wir verstehen uns brillant und das ist ein Miteinander und überhaupt keine Degradation. Danke vielmals für die Auskunft. Vielen Dank. Stellungnahme von Seiten Kloten, Anjo Urner. Alles Gute für Sie, die sich auch einschaffen noch schnell jetzt und alles im Griff haben, oder? Ich sage danke und wir werden das sicher wieder mal hören. Absolut. Wir bleiben